Der Statthalter könnte Schauspielerin dürfte 20 Jahre lang nicht nach Ägypten, weil sie in Israel gibt. Jetzt könnten auch Spieler in Kairo, Cleopatra und Elizabeth Taylor zusammenkommen. Eine Posse, zumindest eine Pose vor den Pyramiden. Guten Abend. Versäumt was. Los! Raus! Bei dem Regen schon gar nicht. Die Glücksspirale hat begonnen. Die Lotterie, die Gutes tut, die bringt sogar dich auf die Beine. Dabei hast du noch keine Ahnung von dem Gewinnplan. Soll ich ihn dir verraten? Pass auf, zuerst die Gewinne in den Wochenzielen. 1 Million mal 5 Mark, 100.000 mal 15 Mark, 10.000 mal 150 Mark, 1.000 mal 1.500 Mark, 100 mal 15.000 Mark, 10 mal 150.000. Da bleibt mir ja die Luft weg. Und? Du wirst es nicht glauben, ein Spitzengewinn, 1.500.000 Mark je Losserie und das schon in den Wochenziehungen. Das ist ja nicht zu fassen. Da aber jedes Los an zwei Ziehungen teilnimmt, kann man in der Schlussziehung nochmal gewinnen. Und zwar 100 Autos und zweimal 1 Million Mark. Garantiert. Das ist doch wirklich die Höhe. Aber noch nicht alles. Mit dem Spiel 77 Jahrkreuz hat man in dieser Woche mit jedem Los der Glücksspirale außerdem noch die Chance, zusätzlich und ohne Mehreinsatz eines von 177 Autos zu gewinnen. Interessant, aber trotzdem sind Sie mir eine Erklärung schuldig. Ich sag's Ihnen, Lose kaufen. Freitag ist der letzte Termin für die erste Wochenziehung der Glücksspirale. Bis zu 1,5 Millionen Mark. Was? 1,5 Millionen? Aber wo bist du eigentlich hin? Das ist die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Aber ich nehme dich trotzdem mit. Mach mit und mach dein Glück mit der Glücksspirale. Verehrte Zuschauer, der neue Pate, Michael Corleone, ist wie besessen von dem Gedanken, das ihm anvertraute Familienvermögen zu vermehren und keine Chance ungenutzt zu lassen. Doch zunächst gilt es, den Attentäter zu finden, der ihn und seine Frau fast umgebracht hätte. Michael weiß, dass der Verräter nur aus dem inneren Kreis der Familie kommen kann. Mit diesem vierten Teil endet die Saga vom Aufstieg und Fall der Mafia-Dynastie Corleone. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie, verehrte Zuschauer, darauf hinweisen, dass der Regisseur Francis Ford Coppola einen neuen Film gedreht hat, das Vietnam-Epos Apokalypse Now. Dieser Film, der 1979 in Cannes gemeinsam mit Volker Schlöndorffs Blechtrommel die Goldene Palme erhielt und in Amerika großes Aufsehen erregte, kommt Anfang Oktober dieses Jahres in die deutschen Kinos.